ihm nicht vergeben wird, voller Gier und manchmal wie ein Kind, der Weise des Waldes. Nun, hast du den Vogelmann getroffen? Die Kalabasblätter werden also zu diesem Pulver vermahlen? Wir müssen sofort zum Dorfoberhaupt gehen und es ihm berichten. Obwohl damit das Vorhandensein von Kalabas bestätigt ist, reicht es nicht aus, um das ganze Dorf zu retten. Du hast keine andere Wahl, als dem Vogelmann zu glauben und dich in den Spinnenwald aufzumachen. Es gibt viele Arten von göttlichen Geistern. Du musst wissen, dass einige von ihnen ziemlich bösartig sein können. Wenn Kikinax die Wahrheit sagt, dann handelt es sich bei dem Waldmann um den in Ungnade gefallenen Geist Mammon, wie die Nagi-Legende berichtet. Mammon war ein Vertreter Elrims, der sich der Habgier hingegeben hat. Dadurch verärgerte er Elrim dermaßen, dass er Mammon bestrafte, indem er ihm ein schreckliches Aussehen gab. Es heißt, Mammon wurde befohlen, den Rest seines Daseins als Hüter des göttlichen Baumes zu verbringen. Falls Kikinak der göttliche Geist Amos ist, der sich der Lust hingab, dann muss Yamu, der Waldmensch, der göttliche Geist Mammon sein, der der Habsucht verfiel. Vielleicht finden wir mehr über Yamu in den alten Sagen von Syrus. Der alte Grabhüter Poto weiß womöglich auch etwas. Warum fragst du ihn nicht nach den Volksmärchen? Du musst in den Spinnenwald gehen und Yamu, den Waldmenschen, finden. Dort im Spinnenwald erwartet dich viel Hinterlist. Gib auf deine Schritte Acht. Es tut mir leid, dass ich dich aus deiner Arbeit herausgerissen habe. Es ist nur so schwierig zu sprechen, wenn dabei Mutter Garei zusieht. Wir konnten doch immer über alles reden. Es ist merkwürdig, nicht wahr? Deine Mutter kommt oft vorbei, wenn du weg bist. Sie ist wirklich nett zu mir und sie macht sich vielleicht nur Sorgen um mich. Aber so leid es mir tut, ich ertrag das alles nicht. Mutter Garei versteht vielleicht, wie sie fühlt, aber ich garantiert nicht. Die Reinigung ist nichts als Schmerz. Hat deine Mutter das nicht alles getan, weil sie deinen Vater liebte? Und dann ist er einfach aufgestanden und hat sie verlassen, weil er nicht ertragen konnte, sie leiden zu sehen? Wie grausam. Doch warum liebt sie ihn nach all dem immer noch? Sind alle Frauen so? Ich mag es nicht in Gegenwart von Mutter Garei sagen, aber ich kann das alles nicht gutheißen. Entschuldige, wenn ich dich damit aufgeregt habe, aber ich könnte einfach nicht auf die Art leben wie sie. Egal, was auch passieren mag, mach dir um mich keine Gedanken. Tu nur deine Pflicht als unser Kokonmeister. Lauf nur nicht davon, wie dein Vater. Dein Vater, er soll angeblich ein außergewöhnlicher Mann sein, nicht? Ich habe die Geschichte gehört von dem Tag, an dem er sich von deiner Mutter verabschiedet hat. Ich hörte auch, dass er ein Mann war, der sie stets beschützt hat. Aber wie kann ein solcher Mann sie verlassen? Findest du, das war anständig? Der Fluchbrand ist für eine Frau eine schmerzhafte Erfahrung. Aber genau deshalb brauche ich dich hier bei mir.
Dein Vater verließ deine Mama und für sie war das vielleicht ein Zeichen der Zuneigung. Aber für mich nicht. Ich hätte mich betrogen gefühlt. Wir stecken beide in dieser Sache drin. Also bitte, bleib hier als Kokonmeister von Syrus. Was mit mir ist? Du weißt, dass ich dich wirklich sehr mag. Es ist nur, weil... Es verändert sich gerade jetzt so viel, weißt du? Warum gibt es nur so viele Regeln und Bräuche? Man kann sich ihnen nicht entziehen. Ich weiß, dass die Nagi von manchen Leuten gehasst werden. Aber ich bin nicht irgendwer. Ich würde nicht weglaufen oder so, nur weil es qualvoll wird. Vielleicht habe ich dich geheiratet, weil ich musste. Aber ich würde dich nie, nie verlassen. Wir reden immer nur über das Dorf, die Kokons, die Diener. Ich weiß wohl, dass jetzt nicht die Zeit ist, sich über sowas Sorgen zu machen. Aber es ist einfach... Meistens kriege ich dich nicht mal zu sehen, wenn die Dinge doch nur anders liegen. Tut mir leid. Ich weiß nicht mal mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Aber es geht mir jetzt ein wenig besser, wo es raus ist. Ich danke dir. Oh, fast hätte ich es vergessen. Nimm das hier. Wahrscheinlich kannst du es brauchen. Mabu. Leider habe ich sie schon eine Weile nicht mehr gesehen. Was ist denn? Probleme beim Kämpfen? Hm? Sie hatte schon immer viel mehr Willenskraft als alle anderen Kinder in Syrus. Vor langer, langer Zeit war dieser Wald ein Paradies für die himmlischen Geister, die Elrim, dem Gott des Waldes, dienten. Die Waldmenschen sind die Inkarnation vom himmlischen Geist des Wissens. Als die himmlischen Geister die Menschen erschufen, war es Mammon, der sie mit Wissen beschenkte. Aber die Menschen benutzten sein Wissen, um dem Verderben nachzujagen. Letzten Endes wurde Gehenna Pale vernichtet, weil die Menschen den Zorn Elrims heraufbeschworen. Dass er das Wissen unter den Menschen verbreitet hatte, machte Mammon großen Kummer. Um die Sterblichen vor weiteren Zerstörungen zu bewahren, lebt er heutzutage im Wald und schützt ihn vor törichten Eingriffen der Menschen. Wenn du nicht zerstörerisch handelst, wird Mammon dich gewiss mit wertvollem Wissen beschenken. Mit dir als unserem Kokonmeister sind wir in guten Händen. Komm wieder, wann du magst. Der Wind bläst wieder. Es hört sich fast so an, als würde der Wald weinen. Ich hoffe nur, dass nichts Verhängnisvolles passieren wird.